Heute ist Sonntag, der 11. August, und heute gibt es einen Geburtstag. Wo sind wir denn hier, Sven? Also wir sind jetzt hier am Frankfurter Mainufer und werden jetzt gleich Dampfzugfahrten machen. Die Dampflok, ja, die Nummer kennst du, ich habe sie wieder Ja, vergessen. 52 48 67, und die hat vor kurzem ihren 70. Geburtstag gefeiert und feiert es heute mit ihren Gästen nach. Und auf dieser Strecke hier möchte sie nachher fahren in beide Richtungen. Genau, es kommt eine große Eröffnung Die mit ist jetzt gleich, da gehen Ansprachen wir jetzt hin und und. Geburtstagskuchen soll es auch geben. Wird Oh, bestimmt lecker sein, da da freue freue ich mich ich. schon riesig Auf den drauf. freue ich mich am meisten, ja. Und selbstverständlich freuen wir uns natürlich auch auf die Zugfahrt. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen auf den Geburtstag von 52, 48, 67. Eiserner Steg in Frankfurt am Main. 11. August 2013, 12 Uhr mittags. Da kommt sie, 52, 48, 67, um mit ihren Fans ihren Geburtstag zu feiern. Die Rolle der Bahn können wir nicht hoch genug im deutschen Raum veranschlagen für Dinge wie Verstädterungsprozesse, industrielle Revolution und. Das Ganze basiert auf einer Reihe von technischen Entwicklungen, die ich hier nur kurz andeute. Da wäre natürlich ein Engländer namens James Watt zu nennen, der Ende des 18. Jahrhunderts erste funktionierende Dampfmaschinen geschaffen hat. Wir können als die erste moderne Dampflokomotive im heutigen Sinne betrachten die Rocket aus dem Hause Stephenson 1830, die dort fuhr bei der Eröffnung der Eisenbahn von Liverpool nach Manchester. 5 Jahre später fuhr die erste Eisenbahn in Deutschland, genauer gesagt im nordbayerischen Raum zwischen Nürnberg und Fürth, und zunächst mit einer Dampflokomotive britischer Provenienz, denn der Adler stammt aus den Werkhallen von Stephenson, trägt die Fabriknummern 118. Aber schon 3 Jahre später ist die erste deutsche Dampflokomotive gebaut worden, die Saxonia in Übigau bei Dresden, also in Sachsen. Und innerhalb von 20, 30 Jahren ist hier im deutschen Raum eine Lokomotivindustrie entstanden. Wir müssen bedenken, für die industrielle Entwicklung des deutschen Raumes ist die Eisenbahn ein ganz, ganz wichtiger Leitsektor gewesen. Ich unterstreite jetzt im 19. Jahrhundert, unabhängig von dem, was Modelleisenbahner tun, eine Zäsur, die ist für mich wichtig, die 1870er, 1880er Jahre nämlich. Das markiert zum einen den Beginn der Hochindustrialisierung und zum anderen, was Eisenbahngeschichte betrifft, kommen wir hier nun in die sogenannte Länderbahn-Ära. Das heißt, vorher hatten wir im deutschen Raum in den einzelnen Staaten ein kunterbuntes Durcheinander von Privatbahnen und Staatsbahnen. Und ab den 1870er Jahren setzt sich dann das Staatsbahnprinzip durch, aber nicht auf der Ebene des Kaiserreiches. Es gab also von Elsaß-Lothringen abgesehen keine Reichsbahn, sondern auf der Ebene der Bundesstaaten. Das heißt, Preußen hatte eine Staatsbahn, Bayern ebenfalls. Es sind also damit große Verwaltungseinheiten entstanden, oder Betriebe, je nachdem, wie sie wollen. Und das ist eisenbahngeschichtlich insoweit wichtig. Jetzt können wir erstmal auch von einer Art Typisierung bei der Beschaffung von Dampflokomotiven sprechen. Das heißt, es entstehen Baureihenbezeichnungen. Wir dürfen auch die technische Entwicklung nicht außer Acht lassen. Die Differenzierung im Dampflokbereich zwischen Aufgaben des Personenverkehrs von jenen des Güterverkehrs. Die 52, wie sie hier steht beispielsweise, ist eine
Güterzug, Schlepptender-Lok. Das erkennen Sie auf den ersten Blick daran, sie hat sehr kleine Räder, aber davon eine ganze Menge. Ich drücke es jetzt mal ganz bewusst untechnisch und einfach aus. Wenn jetzt noch die 01118 hier stünde, würde sie sich ganz anders präsentieren, nämlich, wie die Eisenbahnfreaks sagen, hochbeinig. Das heißt, wenige, aber große Räder, hat einfach damit zu tun, bei einer Dampflok kommt es nicht darauf an, schnell zu fahren, sondern relativ viel an Last zu befördern. Bei einer Schnellzuglok ist es genau umgekehrt. Und das drückt sich in diesen konstruktiven Eigenheiten aus. Handrad ist unser Vorwärts-Rückwärtsgang. Hier die zwei sind die Bremse, hier ist die Pfeife. So ist im Prinzip der einfache Aufbau. Hier oben sehen wir, wie viel Wasser im Kessel ist, wie viel Klamps im Prinzip erzeugt werden kann. Oben, ganz oben das große Manometer ist der Kesseldruck. Und hier ist Bremse, der Druckanzeiger von Bremse. Das ist sie, die Geburtstagstorte für 52, 48, 67. So Sven, es gab Geburtstagstorte für die Dampflok. Ja, sieht man, ne? Wollen wir doch mal... Haben wir hier schön abgestaubt. Da können wir doch mal probieren. Können wir mal probieren. So, ja. So, probieren wir mal. Wir probieren jetzt hier lecker Geburtstagstorte. Ja. Schmeckt sehr süß, aber lecker. Ist lecker. Ja, auf jeden Fall. So, dazu? Dazu. Natürlich. Sekt, ja. Sekt. Stoßen wir da mal auf die Dampflok an. Ja, genau. Auf die Dampflok. Ja. Prost. Weißt du denn auch die Nummer von der Dampflok? Ja. Ja? 52, 48, 67. Sehr schön. Die weiß feiert ich auch, heute. Weil ich ablese. Ich weiß es ohne ablesen. Ja, ich so, auch. So, die freut sich auch und den stoßen wir an. Ja, Prost. Die hat gepfiffen. Prost. Auf die Dampflok. Auf die Dampflok. Thank you.
Mit historischen Wagen geht es dann los am Main entlang. Thank you.
angekommen. Nun muss die Lok auf die andere Seite des Zuges gesetzt werden. Jetzt neben mir steht Wilfried Staub, Pressesprecher von der Historischen Eisenbahn Frankfurt. Hallo. Hallo. Was ist denn die Lok heute? Was ist das für eine Lok gewesen früher? Was hat die gezogen? Ja, das ist die Lokomotive 524867. 52 steht für die Baureihe. Und die 50er Reihe, das waren Güterzuglokomotiven, der Einheitslokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Von diesem Typ sind 6.900 Maschinen gebaut worden in der Zeit von 1940 bis 1945. Das heißt, es haben täglich 6 Lokomotiven verschiedene Werkshallen verlassen. Wie viele Werkstätten wurden die gebaut? Ja, mit Ausland dürften es etwa 10 Werkstätten gewesen sein. Ja, und die fuhren nur Güterzüge oder auch mal Personenzüge? Ja, bei der 52 sagt man das sogenannte Kriegslokomotive. Das ist eine abgespeckte Baureihe der Baureihe 50. Die hat etwa 6.000 Einzelteile weniger als die Original 50. Und die wurde hauptsächlich in der unrühmlichen Vergangenheit Deutschlands im Russland- und Frankreich-Feldzug eingesetzt. Und die eure Lok, die wird heute 70? Unsere Lok ist vor 4 Wochen 70 geworden. Aber wir feiern das heute nach, weil in der Ferienzeit macht es wenig Sinn. Und jetzt sind so langsam die Leute wieder aus dem Urlaub zurück. Und deshalb haben wir das auf den heutigen Tag verlegt. Eigentlich sollte es erst am nächsten Sonntag sein, aber am nächsten Sonntag sind die Hafenbahngleise wieder mal gesperrt, wegen dem Main-Uferfest. Was macht ihr sonst? Ihr fahrt hier öfter auf der Strecke? Wir fahren früher einmal im Monat auf der Strecke. Es hat sich jetzt etwas reduziert, weil ich hatte schon gesagt, hier öfters größere Feste sind. Das geht schon vom Triathlon, Marathon, Main-Uferfest, Museumsuferfest, wenn es alle Feste gibt. Deshalb haben wir uns etwas einschränken müssen, weil die Stadt halt die Gleise immer für einige Tage sperrt. Aber wir fahren auch auf DB-Strecken. Die nächste größere Fahrt ist zum Beispiel nach Grevenwiesbach am 8. September oder am 7., einen Tag vorher bereits nach Meiningen zum Dampflok-Treffen zur Dampflokschmiede in Meiningen in Thüringen. Da, wo auch dieses Dampflokwerk steht? Das ist das Dampflokwerk in Thüringen, ja. Geht eure da auch hin zum Reparieren? Unsere Maschinen werden generell dort repariert und das ist die einzige Dampflokschmiede, wo noch Qualitätsarbeit in Deutschland gemacht wird. Okay, mal zu eurem Verein. Wie viele Leute seid ihr so? Ja, der Verein hat 150 Mitglieder, 40 Aktive, aber von den Aktiven sind eigentlich nur 20 wirklich aktiv, sodass wir auf einen ganz kleinen Stamm von Leuten zurückgreifen. Und damit bewerkstelligt ihr alles? Ja, alle Sonderfahrten und natürlich auch die Reparaturarbeiten, die Vorarbeiten und Nacharbeiten. So eine Dampflok, da kann man keinen Hebel rumlegen und die fährt, sondern die muss einen Tag vorher angeheizt werden und 2 Tage später, wenn sie wieder kalt ist, muss sie von Grund auf gereinigt werden. Und das machen wir alles selbst. Okay, und die Strecke, gehört die hier euch oder ist sie der Stadt? Nein, das ist die Strecke der Frankfurter Hafenbahn, die Verbindung zwischen dem Ost- und Westhafen. Eine sogenannte NATO-Strecke. NATO-Strecke deshalb, sie muss erhalten bleiben in diesem Sinne, wie sie heute ist. Denn nach dem Krieg waren die Mainbrücken zerstört. Und das war die einzige Verbindung zwischen Osten und Westen in Frankfurt. Und aus strategischen Gründen muss diese Strecke, so wie sie hier liegt, erhalten bleiben. Und fährt da sonst noch was drauf? Eigentlich nicht. Okay, dankeschön. Bitteschön.
Vorbei geht's am Gelände der historischen Eisenbahn Frankfurt. Hier stehen weitere Waggons. Und nanu, wer steht denn da? Schnellzuglok 0118. Vorbei geht's am Osthafen, wieder zurück zum Eisernen Steg und dann in die andere Richtung nach Griesheim. Hier wird gerade ein Triebwagen eines Silberlings rangiert. Angekommen, direkt neben der Zugwaschanlage der Deutschen Bahn. Jetzt wird die Dampflok wieder auf die andere Seite des Zuges gesetzt. Zurück geht's zum Eisernen Steg. Hier sehen wir das Lager der Deutschen Bahn. Hier stehen Waggons und Lokomotiven, die gerade nicht benötigt werden. Thank you.
Na, hoffentlich wird dieser Zug in dieser Reihenfolge nicht eingesetzt werden. Angekommen am Eisernen Steg. Jetzt heißt es alles aussteigen und einsteigen, denn es geht gleich wieder weiter in die andere Richtung. Das war der Geburtstag von, weißt du die Nummer? Ach, ich habe sie schon wieder vergessen. Ja. 52? Ja. Ja, weiter? Ja, weiter, ja. 48? Ja. 67? Ja. Wie alt hätte ich dir auch sagen können. Ja, ja, klar. Die wurde 70. Das weißt du immerhin. Ja, das war der Geburtstag von der Lok. Wir sind mitgefahren, wir haben die Torte gegessen, mit der Lok natürlich nicht zusammen und Sekt getrunken, was es halt an so einem Geburtstag einer alten Dame so gibt. Ja, war ein schöner Geburtstag mit anschließender Fahrt. Wohin ging's? Also die erste Fahrt ging erstmal in Richtung, ja, Richtung Fechenheim zum Werk, wo die Wagen auch gelagert werden. Oder so, erstmal Richtung Main aufwärts. Richtung Main aufwärts, genau. Und dann wieder zurück zum Eisernen Steg und die zweite Fahrt ging dann in Richtung Griesheim zum Übergabebahnhof. Genau, und jetzt, heute am Tag, gibt es noch ein paar Fahrten. 52, 48, 67 fährt noch ein bisschen hin und her. Und ja, war ein schöner Geburtstag. Damit sagen wir nochmal alles Gute, liebe Dampflok. Und damit tschüss. Ciao.